Und damit hallo und herzlich willkommen zu Blackguard. Oder soll ich sagen, den Zwölfen zum Gruße? Oder auch dem einen, dem Namenlosen, man weiß es nicht. Ein Spiel, ein Rollenspiel, ein rundenbasiertes Rollenspiel habe ich vor zig Jahren mal angespielt und leider nie zu Ende gebracht. Weil irgendwann ging es in eine Stadt mit lauter komischen Echsenviechern und da habe ich dann mein jähes Ende gefunden. Das ist aber laut. Sprache ist Deutsch, das klingt schon mal gut. Was sag ich gleich was dazu? Was haben wir hier? Hast du hier noch gar nichts eingestellt? Huch. Ach, lass mal, wie es ist. Vielleicht mal die Lautstärke. Generell mal eher so in den 70er-Bereich, oder? Lassen wir es ruhig 80 sein. Das ist immer krass. Und speichern das Ganze. Ja, Schwierigkeitsgrad normal. Ich habe das seinerzeit auf hart gespielt oder schwierig. Und wie gesagt, irgendwann habe ich mein jähes Ende gefunden und konnte das dann nicht mehr machen. Das war nicht so gut. Und ich denke mal, detaillierter Kampflog, ganz wichtig. Ich möchte wissen, was hier abgeht. Denn das Ganze ist natürlich ein Das schwarze Auge Rollenspiel, beziehungsweise, ja, Strategiespiel ist es eher vielleicht, rundenbasiert. Das heißt, man hat hier schön die Hexfelder, hat also mehr oder weniger eine Geschichte erzählt zu Kämpfen, zu strategischen, taktischen viel eher Kämpfen. Und hat auch später die Möglichkeit, sich mal zu entscheiden, helfe ich denen oder lasse ich die einfach links liegen und gehe direkt in die Stadt oder was auch immer. Also ein bisschen was mit Entscheidung ist dabei. Fand ich damals eigentlich richtig gut. Bis zu dem einen Punkt, wo ich dann sagen musste, jetzt ist ja Feierabend, denn das ging nicht weiter. Leider. Ein bisschen schade, aber nun ja, was sollen wir da machen? Ich denke, wir probieren einfach mal und schauen, wie weit wir kommen auf normal. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Soll ich es wirklich auf normal spielen? Ja, komm. Heute sind wir mal nicht so mutig. Ich möchte die Entscheidung speichern, ja, ich denke schon. Ja, das Spiel ist von 2014 von natürlich der Derlek, haben wir es am Anfang gesehen, die ja mittlerweile leider so ein bisschen, naja, mit Gollum haben sie sich leider ein bisschen verhoben, habe ich so das Gefühl. Und jetzt finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, denn jetzt werden sie als totale Schwachköpfe dargestellt, die nur Müll produzieren, so ein bisschen, zumindest international. Denn ich denke mal, gerade was den internationalen Markt angeht, insbesondere natürlich den amerikanischen, für die waren die Derlek-Spiele immer ein bisschen zu anspruchsvoll. Hier ist nicht so viel Action, hier ist meistens ja Inhalt. Und das ist man natürlich bei den Amerikanskis nicht so gewohnt. Da muss es immer schön krachen, bumm und bang muss es machen. Und dann finde ich das alles super. Ach, und Memoria. Habe ich übrigens auch. Und das hier, Satin aus Ketten habe ich auch. Und ja, sowieso alles. Ja, auch das Gute mit den, wie heißen die? Harveys neue Augen, auch hervorragend. Leider vom Stil, vom Zeichenstil nicht so toll, aber dafür die, ich sag mal, die Sprechergeschichte ist einfach hervorragend. Da kommt so viel Humor rüber, fantastisch. Das hier, sehr düster. Ich glaube, wir sind nämlich auch gar nicht so die Lieben. Wir sind nicht irgendwie auf einer tollen Drachenquest, wie bei Drakensang oder so, sondern, ja, ist alles schon ein bisschen düsterer. Das lässt ja auch schon so ein bisschen vermuten. Was ist das hier, ist das Maraskan, so die ganze Dschungelgeschichte hier vielleicht? Fehlen noch die Riesenviecher. Und wir sind die Marasken, ne? Das sind die Riesenspinnenviecher. Bah, hoffentlich gibt's die nicht. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal ein neues Spiel. Gibt's was zu laden? Nein. Ich habe das schon mal gespielt. Das war schon Jahre her. Wahrscheinlich irgendwie 2015, 16, 17 oder so. Keine Ahnung. Ne, 14 wird's nicht sein. Da kam's ja erst raus. Irgendwie so, auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten einfach mal. Ich glaube, man kann sich ja später entscheiden oder am Anfang, welche Klasse man spielt. Ich bin interessiert. Wähle einen Modus für die Charaktererstellung. Oh, sehr gut. Einfacher Modus oder Expertenmodus. Allein wenn ich das schon sehe, da geht mir das Herz auf. Expertenmodus natürlich. Warnung, wenn du Blackguards noch nicht gespielt hast und keine Erfahrung mit den Regeln von Das schwarze Auge hast, solltest du dich für den einfachen Modus entscheiden. Im einfachen Modus werden alle Werte deiner gewählten Klasse automatisch generiert und du kannst das Spiel sofort starten. Ich glaube, es ist auch alles vertont, wenn ich mich recht entsinne. Alles sehr schön gemacht. Expertenmodus natürlich. Sieht ein bisschen aus wie Torchlight. Ja, der sieht. Oder so eine Friese habe ich bei Torchlight auch mal gesehen, bei dem Krieger. Genau. Magie begabt, ja oder nein? Ach, guck mal, wenn wir auf Nein gehen, das kostet direkt mal fett. 500 Abenteuerpunkte. Das ist natürlich schlecht. Der Krieger ist ein Spezialist im Umgang mit Waffen und kann viel einstecken, bevor er zu Boden geht. Doch in anderen Fähigkeiten ist er schlecht ausgebildet. Ein Weibchen können wir auch noch wählen. Das ist ein Rollenspiel. Da darf man dann auch wechseln, wie da lustig ist. Aussehen. Achso, das ist der Kopf. Er hat schon eher, bloß nicht so blond.
Das vielleicht noch in Grau meliert, dann fände ich mich da schon wieder. Wobei, der Bart ist ein bisschen kurz. Ja, ansonsten, obwohl er ist ja komplett zu. Hat es denn was komplett zugewuchertes? Ja, nimm mal wenigstens den hier. Kann man die, also die Frauen kann man auch in verschiedenen Ausführungen bestellen. Ach, guck mal, das ist ja schick. Mit den schicken Zöpfen. Alter, darf man heute nicht mehr machen, ne? Ist glaube ich, völkisch. Muss ja gleich Meldung machen. Zöpfe, ganz schlecht. So, also direkt wählen, oder? Allein deswegen schon. Hm. Ich will jetzt nicht sagen, da sehe ich mich. Aber wäre auf jeden Fall mal eine Idee. Oder halt den hier, nicht so blond. Kriegen wir das hin? Halt, was machen wir eigentlich? Magie begabt? Wo sind unsere Punkte? What? Wir haben ja schon alle Punkte vergeben. Moment mal. Wo sind denn unsere Abenteuerpunkte? Ich sehe sie nämlich nicht. Jetzt sind wir Magie begabt. Das heißt, jetzt sind wir ein... Also gibt es nur die beiden Ausrichtungen. Sehe ich das richtig? Entweder Kämpfer oder nicht. Ja, jetzt sind wir entweder ein Zauberer. Ja oder nein? Okay. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr gestreamlined. Ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht. Aber okay. Astralpunkte 28. Gibt es da Unterschiede zwischen Männchen und Weibchen? Oh, das war schlecht. Ich glaube, der müsste ein bisschen kräftiger sein. Ne? Sie ein bisschen flinker. Gewandter. Wäre, glaube ich, richtig. Also wieder mal, naja. Naja, wenn wir es wieder allen recht machen, dann macht man es im Endeffekt doch niemandem recht. Oder keinem. Kannst du die Startwerte einstellen, deine Anfangsausrüstung wählen. Sobald du mit Klasse, Aussehen und Geschlecht zufrieden bist, klicke auf OK, um deine Werte einzustellen. Okay. Ja, kann ich den Namen jetzt schon eingeben? Oh, Jesus. Was, wie nennt man den denn? Nicht Jesus, sondern... Das ist jetzt eine gute Frage. Wie nennen wir den jetzt? Irgendwas... Jetzt habe ich keinen Namen parat. Verdammt! Und das ist auch das Wichtigste von allem. Wie wär's mit... Bunkherr... Ach, Quatsch. Der Bunkherr. Herr Bunk. Sollen wir direkt hier den Herrn in den Namen schreiben? Ja, ne? Gott, passt nicht rein. Doch, sind auch nur vier Buchstaben. Ich sag mal, okay, Herr Bunk. Herr Bunk. Das ist ein Schwachsinnsname. Abenteuerpunkte. Verteile deine Abenteuerpunkte auf Eigenschaften, Fähigkeiten oder Zauber. Eigenschaften können bis zu einem Wert von 14 gesteigert werden, Talente und Zauber bis zu einem Wert von 8. Achtung. Mit Beginn des Spiels verfallen alle nicht ausgegebenen Abenteuerpunkte. Das denke ich mir. Herr Bunk. Ja, 9500 statt 10.000. Wir haben ja schon ein bisschen was ausgegeben. So, was haben wir? Waffentalente haben wir. Na klar, können wir wieder auf Verteidigung und Dings gehen. Angriff oder Verteidigung, ne? Das ist immer so die Balance dazwischen. Man kann zum Beispiel auch mit dem Stöckchen sehr, 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 sehr passiv kämpfen, dass man einfach nicht getroffen wird. Das ist auch interessant. Talente, Körperbeherrschung, Selbstbeherrschung, Sinnesschärfe. Ich lese ich natürlich alles nicht vor, ich bin noch nicht bekloppt. Und hier die ganzen Zauber, ja, so weit kommt's noch. Aber Zauberei klingt schon mal sehr verlockend. Was haben wir denn? Corpo Frigo Kälteschock, Fulminictus Sonderkeil, der Klassiker. Hexenspeicher sagt mir gar nichts. Hat Verletzungen und bietet Schutz vor magischen Angriffen, Feuer und Giften. Uiuiuiui. Ja, und hier sieht man, was es macht. Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Stufe 4. Aha. Und dann kann ich es erlernen. Erlernen kostet 20 AP. Das ist ja ein schlechter Witz. Sonderfertigkeiten. Uiuiuiui. Das ist so Kampfzeug. Davon wollen wir gar nichts wissen. Hier sind es die Werte, ja, die wahrscheinlich sehr teuer sind, oder? Ja, 220, logisch. Mut, Klugheit, Intuition, Charisma, Fingerfertigkeit, Gewandtheit, Konstitution, Körperkraft, Lebenspunkte, Astralpunkte direkt und Magieresistenz. Ja, man sieht auch gleich rechts, was das so bringt. Intuition bringt sowohl Astralpunkte als auch alles. Lohnt sich wahrscheinlich schon. Stimmt die Wahrscheinlichkeit, mit der einem Gegner einen Schlag ausgewichen wird. Ja, Intuition... Könnte schon mal der erste Schritt sein. Weil der momentan alles auf 8. Ist auch merkwürdig, oder?
Charisma sind reine Astralpunkte. Redegewandtheit, Führungsqualität und Ausstrahlung, auch als magische Aura. Charisma erhöht die Astralenergie und verschafft Vorteile in Gesprächen. Oh. Komm, ich habe eine Idee. Wir nehmen uns Punkt Querina und sind komplett auf das getrimmt. Bist du sicher, alle Änderungen sind verloren? Verloren. So, Kosten. Weibchen. So, wo ist die mit den völkischen Zöpfen? Das ist es. Bung Querini. Bung Querina. Das klingt doch schon mal alt. Mit Q und K? So geht das gar nicht. Bung Querina. Hier bloß kein Doppel-E reinschreiben. So, Bunkerina. Bunkerina klingt doch richtig, oder? Wir sind magiebegabt. Hervorragend. So, jetzt. Also, Intuition. Geben wir mal viel in die Punkte. Und natürlich sehr charismatisch. Darum geht es mir in erster Linie. Das heißt, wir werden das Ganze mal so spielen, als wäre das so eine Art von Rollenspiel, in dem wir... Naja, indem es eine Rolle spielt, was wir da tun. Wie viel geben wir da? Charisma ist sehr, sehr wichtig. Wir können ja so eine Art von Scharlatanen draus basteln. Das heißt, Wortgewandtheit und viele, ich sag mal, Verwirrungszauber. Was sind denn Sonderfertigkeiten? Gezielter Schuss? Nö. Ich hoffe nur, dass man ja einfach genügend... Also es sind ja sehr, sehr, sehr viele Kämpfe. Es gibt immer wieder Gespräche, aber... Ja. Das ist jetzt die Frage. Wir werden ja wahrscheinlich ohnehin nicht alleine durch die Gegend laufen. Sowas wie Balsam Salabunde muss natürlich sowieso mit an Bord. Kostet nur 40 AP. Du kannst diese Fähigkeit bis zu... Fähigkeit bei einem Lehrmeister lernen. Oder hier direkt, oder? Heilzauber stellt verlorene Lebenspunkte wieder her. Schutz braucht Klugheit, Intuition, Charisma. Oh, ich Dummkopf hab Klugheit vergessen. Das ist natürlich wieder traurig. Magieresistenz, genau. Und das denke ich mal... Ach so, wenn man da... Moment, wie man da Punkte verteilt, wird es immer mehr und dann steigt am Schluss der Grundwert. Ja klar. Ja klar. Da würde ich doch gerade fast schon sagen... Wir sorgen dafür, dass die Initiative noch um einen Punkt gesteigert wird, oder? Ich glaube auch. Vielleicht noch ein Astralpünktchen oder zwei? Was soll das? Wieso ist hier noch ein zweiter? Umfasst die Zauberkraft eines Helden. Jeder Zauber verbraucht eine bestimmte Zahl von Astralpunkten. Durch Zaubertränke und Übernachtungen können verbrauchte Astralpunkte regeneriert werden. Ich gebe da einfach mal... Oh. Kannst du nicht weiter gesteigert werden als bis 5. Ja, das gefällt mir aber so schon ganz gut. Konstitution eher weniger, das sind nicht wir. Kann man die... Das finde ich wiederum ein bisschen schade. Gut, 8 ist das Minimum. Ich hätte es gern ein bisschen reduziert, dass ich sage, ich bin halt überhaupt nicht stark. Lebenspunkte, ja. Vielleicht mal einen runden Wert oder sowas kriegen. Was haben wir denn in Lebenspunkten? Rechts unten sehe ich Körperkraft 8, nein. Astralpunkte 26. Was gibt das? Einen einzigen Punkt dazu, okay. Und das Zahlpunkt gibt jeweils ein, logischerweise. Magieresistenz, das ist aber auch... Da sollten wir auch den einen oder anderen Punkt... Ach guck mal, wie weit muss ich das denn steigern? Ja, mehr als 5 geht nicht. Aber Resistenz an Magie finde ich auch wichtig. Astralpunkte. Ich hoffe mal, ich mache hier alles richtig. Schwerter, Säbel, Speere, Zweihänder. Höchstens so ein Stab zum Abwehren vielleicht. So ein grundlegende Fertigkeit, genau, und eher auf das hier, aufs, ne? Jetzt bin ich auf Angriff, jetzt bin ich eher auf Verteidigung aus. So ein Hauch kann man ja wahrscheinlich im Laufe des Spiels werden wir es sowieso wieder aufbessern, das passt schon. Talente, Gassenwissen, Wildnisleben. Also, wir machen eine, genau, Heilkunde, denke ich mal. Kannst du die Fähigkeit lernen? Jawohl. Was kann es? Verwundeter erhält 5 Lebenspunkte zurück, bis 3 Wunden werden geheilt. Ach so, bis zu 3 Wunden, klar. Können wieder Wunden abbekommen, das ist schlecht. Kenntnisse in Heilkunde befähigen einen Helden, wieso steht das nicht oben? Egal. Sich selbst oder Gefährten mit Hilfe von Verbandszeug zu heilen und die Effekte von schweren Wunden zu entfernen. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig.
So, gefährlicher Wehr. Lala. Auf Stufe 2 kommen wir mit einem Wert von 8. Bis zu 3 Wunden werden geheilt und 15 Lebenspunkte werden zurückgedingst. Wir könnten sie auch als eine Art Heilerin spielen. Wildnisleben, denke ich mal, auch wichtig, oder? Geschwindigkeit plus 1 für alle Kämpfe in der Wildnis. Wildnisleben, Moment. Kenntnis in Heilkunde befähigen einen Helden, sich selbst oder Gefährten. Hä? Bist doof? Wildnisleben. Achso, wieder nicht. Will nicht leben. Helden mit einem hohen Wildnislebenwert sind das Überleben in der freien Natur gewöhnt. Sie in Kämpfen in der Wildnis erhalten sie einen Bonus auf ihre Geschwindigkeit. Geschwindigkeit. Warum ist das wichtig? Ist das Gewandtheit? Fast körperliche Beweglichkeit, Körpergefühl, schnelle Reaktionen, Reflexe. Wichtig für alle Nahkampfgrundwerte und die Initiative. Die Gewandtheit beeinflusst außerdem, wie viele Felder eine Figur sich pro Runde bewegen kann. Auch nicht unerheblich. Nicht unerheblich. Gut. Ach ja, wer jetzt hier das krasseste Gameplay erwartet, dass wir die ersten 20 Kämpfe bestreiten, der hat sich geschnitten. Wird schön langweiliges Charakter erstellen. Wobei, ich finde es spannend. Zauberei. Clarum Purum, ja, wäre auch sowas. Gifte heilen. Ich erstmal von allem so ein bisschen was einschenken, oder? Clarum Purum. Hebt die laufende Wirkung von Giften auf, halt jedoch nicht den bereits entstandenen Schaden. In höheren Stufen verleiht der Zauber dem Gehalten zudem eine kurzzeitige Immunität gegen Gifte. Ja. Clarum Purum kennen wir. Ist auf Stufe 0. Was brächte das? Geben wir noch einen Punkt. Astral. Achso, ja klar. Probenmodifikator plus 2. Ändert sich das? Unten ändert sich was. Erfolgswahrscheinlichkeit. Moment. 23? Man kann es halt leider nicht lesen. Da sind wir momentan. Stufe 1. Stufe 2 bräuchte dann auch wieder die 8. Nee. Doch, erforderlicher Wert 8. Ach, lass mich doch, muss ich mich da irgendwie durchmogeln. Der heiße Draht. Verdammt. So, jetzt ist er aktiv. Komm schon. Jawohl. Hier ist wieder weg, oder? Es sollte eine 40 sein. 46 ist es jetzt. 53, also eine 50-50 Chance hätten wir jetzt quasi. Über 30%, 50%, dass das gelingt. Okay. Gut. Hexengalle. Wieso kann sie das nicht lernen? Wieso ist so manches nicht zugänglich? Also am Anfang kann man manche Sachen lernen, andere nicht. Weil Samsalabunde haben wir doch schon erlernt. Nee, aber nicht. 10 werden wiederhergestellt. Erfolgschance auch hier über 50%, bitte. 6.000 haben wir noch. Boah, das ist aber noch einiges. Kann es sein, dass ich da viel zu konservativ an die Sache rangehe? Sollen wir die vielleicht direkt auf Stufe 8 hochdrücken? Jetzt haben wir nämlich Stufe 2 erreicht. 20 werden wiederhergestellt und 69%. 80 für, wenn ich in der Stufe 1 zauber, schätze ich mal. So, das mit den Giften. Na doch. Ich denke mal, machen wir auch direkt. Sind wir so eine Art von, vielleicht so eine Hexe? Hier sind noch die Kinder Satuarias. Dann vielleicht doch noch ein bisschen mehr in den Kampf stecken. Zumindest ein bisschen. Ja, hier ist halt, wie gesagt, die Verteidigungsgeschichte. Ja, da zumindest mal so 4-1. 4-2. 5-1. Okay. Also ein bisschen mit dem Knüppel kommen wir auch klar. Oder ist hier auch wieder. Das ist auch wieder sinnvoller, mit anderen Sachen zu arbeiten. Das sind so viele Sachen. Was können wir noch machen? Was können wir erlernen? Armatrotz, ist auch sehr gut. Erhöht den Rüstungsschutz des Ziels. 3 Runden lang, ein Ziel. Magieresistenz wird ignoriert. Jetzt haben wir wieder Gliederschmerz. Was ist das denn? Also Armatrotz. Wie viel bringt das? Plus 3 Rüstungsschutz.
Plus 3 Rüstungsschutz. Kann ich das... Ne, dann geht er immer noch um. Das ist echt Quatsch. Duplikat ist Doppelbild. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das Verwirren. Sie wollen ja verwirren. Doppelbild klingt auf jeden Fall schon mal gar nicht mal so schlecht. Und Gliederschmerz, das ist tatsächlich wieder so eine Hexengeschichte, ne? Schlüpfen die Töchter Satuarias wirklich aus dem Ei? Weiß ich gar nicht. Schwächt den Körper durch starke Gliederschmerzen und Krämpfe. Schwächt den Gegner. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Das heißt, wir sind eher sowas, was von hinten nervt. Müssen wir ja auch wieder auf Stufe 8 kommen. Auf einen Wert von 8, jawohl. So, Gegner schwächen. Gegner schwächen. Und hier am besten auch wieder mit den ersten Stufen erstmal arbeiten. Wahrscheinlich kann man da noch viel mehr machen. Also sind wir relativ passiv unterwegs. Wir werden wahrscheinlich nicht alleine unterwegs sein. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Standfest Katzengleich. Erhöht die Attacke und Ausweichen. Naja. Meisterschuss. Feuerball. Nee, das ist ein bisschen zu viel des Guten, oder? Ich möchte sie eher so als Unterstützerin haben. Dass andere, die mitziehen, dann so ein bisschen eher damit auskennen. Ja, Tierkunde ist auch ganz wichtig. Machen wir tatsächlich eine Hexe. Tierkunde. Mut, Klugheit und Intuition. Ja, Klugheit und Intuition haben wir ja. Mutig sind wir nicht so sehr. Das Wissen über die Stärken und Schwächen wilder Tiere. Steigere dieses Talent, um zudem einen Bonus im Kampf gegen Tiere zu bekommen. Auch wir müssen Tiere bekämpfen, von mir aus. Stufe 1. Lebens- und Astralpunkte von Tieren der Stufe 1 werden angezeigt. Stufe 2. Lebenspunkte, Astralpunkte und Geschwindigkeit von Tieren der Stufe 2 werden angezeigt. Parade, Ausweichen, tierischer Gegner auf minus 2. Man kann sie besser verhauen. Parade, Ausweichen. Plus 2 und die haben minus 2. Okay. Beziehungsweise man kann sie besser verteidigen und man trifft besser. Ist ja andersrum. Anders als bei... Ist ja auch egal. Lebenspunkte, Astralpunkte, Geschwindigkeit, Magieresistenz von Tieren der Stufe 3 werden angezeigt. 5% höhere Chance auf eine glückliche Attacke. Das klingt alles gar nicht so verkehrt. Noch wieder Stufe 8. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal auf der zweiten Stufe sozusagen ein, bei den Sachen, die wir so wirklich haben wollen. Kriegskunst, Heilkunde haben wir gesagt. Verwundete heilen klingt schon mal sehr, sehr gut. Falls wir keine Punkte aufbringen wollen, keine Magiepunkte, können wir das damit was machen? Bandagen, ne? Verbandszeug. Genau. Ja, Sinnesschärfe ist jetzt die Frage. Ist das eine gute Idee, mit Sinnesschärfe zu arbeiten? Sinneseindrücke schnell zu verarbeiten. Mit diesem Talent können unsichtbare Objekte wie Fallen schnell entdeckt werden. Wildnisleben, Sachen finden vielleicht. Helden mit einem hohen Wildnisleben wert sind das Überleben in der freien Natur gewöhnt. Kämpfen in der Wildnis erhalten sie einen Bonus auf ihre Geschwindigkeit. Ja. Aktiv. Geschwindigkeit plus 1 für alle Kämpfe in der Wildnis. Preise für Rationen? Gewicht? Ach, guck mal, die kann auch die Verpflegung. Die kümmert sich also quasi um das leibliche Wohl in jeglicher Hinsicht. Auch da bin ich direkt mal positiv überrascht. Interessiert. Fallen. Ist Fallen stellen, oder? Fallen stellen oder Fallen finden? Wissen über mechanische magische Fallen. Mit diesem Talent können sie entschärft oder selbst im Kampf eingesetzt werden. Klicke von einem benachbarten Feld aus auf eine Falle, um sie zu entschärfen. Wähle eine ausgerüstete Falle aus dem Gürtelslot aus, um sie auszulegen. Nee, Gassenwissen, das ist aber eher was für die Stadt. Das ist nichts, was die Wildnis betrifft. Helden mit einem hohen Wert in Gassenwissen bewegen sich schlafwanderisch durch Städte und Dörfer. Sie erhalten einen Bonus auf ihre Bewegung in urbanen Kämpfen, können günstigere Preise bei Wirten herausschlagen. Das wäre dann wieder interessant wegen unserem Charisma-Wert. So grundsätzlich vielleicht mal, aber keinen hohen Wert, oder? Steigen irgendwelche Zahlen? Ja, erst ab 8. Dann war Stufe 2. 10% mehr Gold für Kämpfe. Preise für Gasthäuser sinken. Ja, so grundsätzlich mal 10%. Aber da finden wir bestimmt irgendwie so eine nette Gauklerin oder sowas, die das erledigen kann. Sinnesschärfe.
Wäre auch, klingt auf jeden Fall interessant. Sinnesanträge schnell zu verarbeiten, mit diesem Talent können unsichtbare Objekte wie Fallen schnell entdeckt werden. Ja, auch hier wieder also als Schutz. In einem Radius von 8 Feldern werden verborgene Objekte und Fallen der Stufe 1 sichtbar. In Radius von 12 Feldern werden verborgene Objekte und Fallen bis Stufe 2 sichtbar. Ja, vielleicht für die Naturgeschichte. Ja, dass sie sich so ein bisschen... Ich sag mal, dass sie vielleicht was entdeckt. Wenn irgendwas ungenau, anders ist in der Natur und so, ne? Das vielleicht. Selbstbeherrschung. Kämpfer mit einer hohen Selbstbeherrschung lassen sich seltener von den schmerzhaften Auswirkungen einer Wunde oder den negativen Folgen eines Zaubers. Das allerdings mit dem Zauber ist nicht schlecht. Wir sind ja auch auf Magieresistenz. Sind wir ja aus. Körperbeherrschung. Mit Körper und Seele kennt sich ja aus. Oder Körper und Geist, wie ihr. Held mit einem hohen Körperbeherrschungswert werden seltener Opfer von Niederwerfen-Attacken. Ja, das sind eher nicht. Aber Selbstbeherrschung ist zumindest mal so ein Grundwert. Geringe Chance, eine Wunde abzuwehren und die Wirkungsdauer von Verzauberungen der Stufe 1, 8 halbieren. Dann 1 und 2 wird halbiert. Verzauberungen widerstehen. Das klingt aber eher nach uns. Genau. Erste und zweite Stufe werden halbiert. Die halten wir uns also nicht so lange an. Gut, Sonderfertigkeit. Was haben wir denn? Was habt ihr denn? Intuition, ja, das sind die ganzen Kampfgeschichten, die wirken halt bei uns alle nicht so wirklich. Alles Kampfzeug? Nee. Aber Grundwerte müssen wir da vielleicht nochmal verbessern. Intuition, Klugheit und vor allem Charisma. Charisma, Klugheit, Intuition. Was sind denn unsere Talente? Auf was basieren die denn? Intuition, Gewandtheit, Körperkraft... Klugheit, Charisma, sehr gut. Klugheit, Charisma. Klugheit, Intuition. Mut, Konstitution, Körperkraft. Okay, das ist gar nicht unseres. Intuition, Klugheit, auch hier wieder. Intuition, gewandte Körperkraft, Intuition. Also Intuition ist das meiste, würde ich mal sagen, was wir haben. Was mit den Zaubern? Klugheit, Charisma. Gute Schnute, Kasimir. Klugheit, Intuition, Charisma. Klugheit, Konstitution, Körperkraft. Also Klugheit. Hier wieder Klugheit, ein bisschen Charisma. Mhm. Zauberkategorie Schutz. Ja, schon klar. Kraft ein oder mehrere magische Abbilder des Ziels, die Gegner verwirren. Dadurch sinkt die Wahrscheinlichkeit, von einem Gegner getroffen zu werden. Ja, ist wichtig. Darauf spiele ich ja so ein bisschen ab. Das kann man natürlich, glaube ich, noch koppeln mit sowas wie Blitz. Ich finde, dass der Gegner geblendet wird und kurzzeitig geschwächt. Achso, ich dachte, der trifft auch nicht mehr so richtig. Magica Infricta hebt die aktuelle Wirkung von Verzauberungen. Ach, komplett auf. Klugheit, Intuition. Das klingt aber auch gar nicht mal so schlecht. Ich wünschte, ich könnte... Achso, schnell rüber, dann geht's. Beendet alle Verzauberungen bis Stufe 1... Dann Stufe 3. Okay. Ihr habt die Wirkung aller Verzauberungen auf, die zu dieser Zeit auf das Ziel einwirken. Die Stufe des Magica Infricta muss der Stufe der Verzauberungen mindestens entsprechen. Ein Magica Infricta der Stufe 2 kann also zum Beispiel keine Zauber der Stufe 2 aufgehoben werden. Kein Zauber. Ja, ich dachte schon, hä? Wenn die ihn schreiben oder ich nicht lesen? Die Antwort liegt auf der Hand. Also, wir müssen alles einsetzen, sonst wird das nichts. Das ist die Frage. Magica Infricta. Verzauberungen aufheben. Machen wir da auch wieder die erste Stufe. Jetzt haben wir mal alles auf Stufe 1, was so unser Metier wäre. Armatrotz vielleicht noch. Falls es mit dem Ausweichen nicht so wirklich klappt. Oder Intuition, Gewandtheit, Konstitution. Klugheit, Charisma. Haben wir irgendwie alles so ein bisschen. Bisschen gewandt könnte sie aber auch schon sein. Umfasst körperliche Beweglichkeit, Körpergefühl, schnelle Reaktion, Reflexe. Wichtig für den Nahkampf, Grundwert und die Initiative. Die Gewandtheit beeinflusst außerdem, wie viele Felder eine Figur sich bewegen kann. Da würde ich sagen, gehen wir auch mal auf 10. Konstitution, ja. Das ist halt. Magieresistenz ist das auch, okay. Ist halbwegs fit, die gute.
Mut haben wir noch gar nicht. Wagemut und Entschlossenheit in kritischen Situationen. Hohe Willenskraft, auch wieder wichtig. Und Widerstandsfähigkeit gegen Magie. Mut wirkt sich auf Initiative, den Attacke, Grundwert, die Magieresistenz und die Astralenergie aus. Also auch wieder wichtig. So, jetzt haben wir noch 700. 717, das heißt, wir können noch zwei Initiative könnten wir anheben und Klugheit. Oder den Charisma-Wert nochmal eins erhöhen. Ich würde fast sagen, sollen wir die alle mal auf 13 machen, die ganzen Werte? Dann haben wir Klugheit und Intuition auf 13 und Charisma, ach, alle auf 13. Ja, passt doch, die wilde 13. Warum nicht? Jetzt haben wir noch 17 Pünktchen. Gassenwissen können wir hier noch verändern, verbessern. Waffentalente nicht. Na komm, wir können es eh nicht mitnehmen. Irgendein Zauber vielleicht. Ganz kurz geguckt. Nein, dann Gassenwissen. Ja, also so eine Art von Hexe spielen wir jetzt hier mit der Bunkerina. So oder so ähnlich. Hoffentlich kann man das speichern. Lernen, Character Creation. Ach. Ausrüstung, Charakterbogen. Kommt das als nächstes? Weiter. Bereit, das Spiel zu starten? Also ich bin's auf jeden Fall. Achtung, mit Beginn des Spiels verfallen alle nicht ausgegebenen Abenteuerpunkte. Nicht ausgerüstete Gegenstände stehen dir im Spiel nicht mehr zur Verfügung. Na, von mir aus. So, jetzt haben wir eine gute halbe Stunde. Ich würde sagen, hier geht's das nächste Mal weiter. Heute machen wir einfach mal nur einen schönen Charakter und das nächste Mal steigen wir dann tatsächlich ein und schauen uns das Spiel an. Ja, bisschen frech von mir, aber wird halt mal gemacht. Ist halt die nullte Folge. Kriegen wir hin. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wer wir sind. Bunkerina, die Heilerin, Hexe, ja, die sich mit der Natur ein bisschen auskennt. Warum nicht? Kann man ja mal spielen. Ist ja alles ein Rollenspiel. Ja, beim nächsten Mal, wie gesagt, mehr. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.